Moin, ich bin Stefan. Wenn ihr wollt, könnt ihr bei mir mitfahren. Heute haben wir Schienenersatzverkehr. Wir ersetzen im Endeffekt die Straßenbahn. Die kann aktuell nicht fahren. Also da werden neue Rohre verlegt für Fernwärme. Und dafür müssen die Gleise entfernt werden an den Stellen. Und unsere Busse fahren dann halt als Schienenersatzverkehr. Wir wollen ja auch eine Beförderungsgarantie geben. Und durch den Schienenersatzverkehr mit den Bussen haben wir die Möglichkeit, das zu gewährleisten. Das ist besser als Kino momentan. Wenn es jetzt um Schienen geht, unsere eigenen Leute, die haben halt ein spezielles Zeitfenster und die machen dann auch Extraschichten. Teilweise nachts haben wir zum Beispiel im Winter gehabt, wo die Schienen vereist waren, da haben sie auch Tag und Nacht versucht, die Schienen zu enteisen. Oh je. Da sind die Schienen teilweise gerissen und gebrochen. Das ist auch ein Thema der Sicherheit, dass das alles repariert wird, erneuert wird. Endlich mal einen schönen Bus, ne? Das ist Qualität. Eventuell haben es Fahrgäste eilig und der Bus fährt dann erst in 5 Minuten. Normalerweise wäre die Bahn schon weg. Trifft halt alles auf Unmut, weil die vielleicht auch nicht richtig informiert sind. Ja, und dann kriegen wir das als Fahrer auch gerne mal ab. Ey, fuck! Alle Scheiße hier, der ist voll abgegangen. Der ist voll abgegangen. Ich bin da eigentlich immer relativ entspannt, weil warum soll ich mich darüber aufregen? Die sind, glaube ich, schon genervt genug, dass die diese Tortur auf sich nehmen müssen. Von der einen Bahn in den Bus, wieder aussteigen, wieder in die nächste Bahn. So, der Kollege jetzt hinter mir, der dritte Bus, der fährt jetzt in einer Minute zur Ranoldikirche. Jo. Ja, ich kann euch nicht mitnehmen. Tut mir leid. Man merkt auch teilweise, dass Leute eventuell noch nie oder gar nicht mit unseren Linienbussen fahren, sondern wirklich nur mit der Bahn. Ja doch, das ist der ganz hinten, der dritte, der SEV. Jo. Ja, ja, morgen fährt auch. Genau. Ja. Es ist jedes Mal ja eine neue Erfahrung, sage ich mal, weil man weiß nicht, was dich erwartet. Und die Polizei ist auch schon da. Ab hier geht U-Bahn weiter, ja? Ticket muss vorgezeigt werden. Das kennen die Leute teilweise gar nicht. Ja, also wenn ich Schienenersatzverkehr fahre, dann muss man schon auch ein bisschen geduldiger sein. Nee, kommen Sie mal bitte wieder. Ja, komm, fahrt. Jo, die sind am Grillen. Du kannst dich mal hinten anstellen. Oh, falsche Maske, falsche Maske. So, das ist SEV. Nie langweilig hier. Wir haben noch eine zweite Baustelle in der Baustelle bekommen. Alter, muss ich da jetzt durch? Wir müssen jetzt noch eine weitere Umleitung fahren. Und das wusste man erst gestern Nachmittag. Jo, sicher. Viel Verkehr heute, ist ja sowieso eine viel befahrene Straße hier. Und dadurch ist unser eigentlicher Fahrplan nicht mehr im richtigen Rhythmus. Das funktioniert vorne und hinten nicht mit den Zeiten. Oh, da ist auch noch eine Baustellenampel. Leck mich doch. Gelb-Rot. Vor mir stehen noch 2 Busse von uns. Das kann ja wohl irgendwie nicht funktionieren, ne? Dann setzt du einmal aus, damit wir wieder in den Takt kommen. Alles andere bringt ja nicht viel Sinn, leider. Ja, das Problem ist, die haben heute Morgen noch eine extra Umleitung eingerichtet. Hier ist deswegen Chaos pur. Es gibt natürlich auch kurzfristige Sachen. Die Schiene ist gebrochen, die muss jetzt repariert werden. Aber ansonsten wird oft versucht, langfristig zu planen. Ich gebe mein Bestes. Also wir haben auf den Bahnsteigen einmal immer einen Verkehrsmeister, der das alles so ein bisschen vor Ort koordiniert. Dann haben wir die Servicekräfte,
Die Servicekräfte sind dafür da, die gucken zum Beispiel in die Bahn, sind alle raus, sagen den Leuten bitte hier, dahin. Jo. Durch den Schienenersatzverkehr bleibt der Betrieb aufrecht. Und alle Fahrgäste können ihre ganz normalen Tätigkeiten weiterführen, wie sie wollen. Also zur Arbeit fahren, einkaufen fahren, zu Freunden fahren. Und ja, die Busfahrer machen es dann möglich. Schönes Wochenende auf jeden Fall!